Im idyllischen Leinetal, am Fuße der Sieben Berge, im kleinen Ort Warzen, neben Alfeld an der Leine, liegt das Hotelrestaurant Grüner Wald. Seit über 70 Jahren wird das Haus von der Familie geführt, mittlerweile in der dritten Generation. Die Annehmlichkeiten eines modernen Hotelbetriebes in Verbindung mit Konferenz- und Tagungsräumen haben den Grünwald zu einer der Top-Adressen im Umland werden lassen. Herausragend ist dabei die hervorragende Küche, die in führenden Fachblättern immer wieder erwähnt wird. Hier kocht der Chef noch selbst. Zusammen mit seiner Frau Gabi und dem 12-köpfigen Team leitet Jens Ruland das Ensemble, das dabei stets Wert auf höchste Qualität legt, wie Uwe Noltemeyer weiß. Ich arbeite seit 11 Jahren hier in diesem Hause und wann immer es möglich ist, verarbeiten wir frische Produkte hier aus der Region. Fragen wir jetzt mal den Chef Jens Ruland, was wir hier gerade sehen. Also wir richten hier gerade einen Antipasti-Teller an für eine Gesellschaft. Darauf ist Bressaola-Schinken, eingelegte Zucchini, 2,5 Paprika, Aubergine-Tapenade, Vitello Tonnato, gehobelter Parmesan. Hier befinden wir uns jetzt in unserem neuen modernen Hotelkomplex. 34 Betten in 17 Zimmern mit Blick auf die Natur. Was mögen die Gäste denn hier am meisten? Unsere Gäste schätzen das schöne Ambiente, Naturbelassene und mit dem Auto in die Stadt Eifel sind es nur 5 Minuten. Kommt Ihnen eigentlich auch Ihre Nähe zur Hannover Messe zugute? Ja klar, das haben auch schon viele unserer Gäste erkannt, dass man das Messegelände in Hannover bequem per Bahn binnen 26 Minuten erreichen kann. Für Spaß und Entspannung am Abend steht beispielsweise die original voll funktionsfähige Kegelbahn aus der guten alten Zeit zur Verfügung. Darüber hinaus bieten natürlich die Stadt Alfeld und ihr Umland zwischen Hannover, Harz und Weser jede Menge attraktive Ausflugsziele für jeden Geschmack. Ob Hochzeitsgesellschaften in traumhafter Kulisse, Geburtstage, Jubiläen oder einfach nur aus Lust am Genuss. Das Restauranthotel Grüner Wald ist ein Highlight im Leinetal. Und das soll auch noch lange so bleiben.